In diesem Video zeige ich euch ein kurzes Warm-up für die Stimme mit verschiedenen Lautstärken, mit verschiedenen Vokalen und wie man die Stütze aktiviert. Mit dem fangen wir gleich an. Muss man die Stimmbänder wirklich aufwärmen? Nein, die Stimmbänder sitzen im Kehlkopf drin, sind ganz kleine Muskeln und haben immer Körpertemperatur. Es sei denn, ihr wart zu lange am Nordpol oder ihr habt Fieber. Aber dann legt euch bitte ins Bett und kuriert euch aus. So ein Warm-up aktiviert unsere Stützmuskulatur und die physiologischen Abläufe bei der Klangerzeugung. Während wir singen, schaut es so aus. Bis zu den Stimmbändern haben wir einen Luftstrom und ab den Stimmbändern sollten wir einen Klangstrom haben. Also ein immerwährender Strom. Manche stellen sich das als Kreis vor oder als Bewegung oder als Flow, wie auch immer du es nennst. Alles, was funktioniert, behalten. Alles, was nicht funktioniert, wieder vergessen. Und oberste Direktive: Im Hals sollte es sich immer angenehm anfühlen. Trust yourself. Die Stütze können wir aktivieren mit einer Übung, die ich Blubbern nenne, oder Lip Trill wird sie auch genannt, und die in verschiedenen Gesangstechniken angewendet wird. Wenn es nicht ganz so funktioniert, dann könnt ihr die Finger so halten. Du. Der Kehlkopf geht hoch. Dann trifft man die hohen Töne leichter. Das gilt für alle Gesangsübungen. Sei darauf bedacht, dass dein Nabel sich sanft einwärts bewegt, während du blubberst und nicht nach außen stemmt. Das ist wichtig. Okay, let's do it! Beim Einatmen darf er wieder rausgehen. Aber wenn du singst, denk an den Flow. Gut gemacht. Beginnen wir mit einem lauten Vokal. Ey! Also laut, schon laut, aber nicht so, dass ihr glaubt, ihr seid schon an der Lautstärkengrenze. Wenn ich zu laut bin, fängt sie an zu kitzeln und es wird eng. Und dann müsst ihr die Lautstärke wieder etwas zurücknehmen. Ihr schafft es sicher. Lächle mit geschlossenem Mund. Öffne den Mund. Und du siehst deine Oberzähne. Das nennen wir in der Complete Vocal Technik Biss. Ey! Nicht zu hoch, aber trau dich. Ey! Schönen Biss zeigen. Ey! Sehr gut. Dankeschön. Ist reduziert metallisch. Ist ein bisschen zurückgehaltener, ist wie es viel in R&B verwendet wird. Wir können damit ein bisschen mittlere Lautstärke üben. Nicht so laut, doch laut genug. Also raunzig halt. Wir singen raus und gleichzeitig halten wir es zurück. Wir haben einen Hold. Besonders wenn es höher wird. Hold. Und
und den Mund ein bisschen mehr aufmachen. Einer noch. Seid ihr noch bei? Gut gemacht. Wenn wir die Stimme mit lauten Klängen trainieren, dann müssen wir stützen. Da fährt der Zug drüber. Wir müssen unsere Stütze einsetzen, sonst sind wir verloren. Stütze den leisen Ton wie den lauten, nur sanfter. Das machen wir jetzt über eine andere Tonfolge, die uns ein bisschen mehr die Stimme stretchen lässt. Im Vocal Mode Neutral können wir alle Vokale benutzen. Probier's mal mit I oder U. Es wird also in der Tiefe immer ein bisschen leiser als in der Höhe. Wenn wir zu früh zu laut sind, egal mit welchem Klang, dann kann es anstrengend für die Stimme werden. Das ist wie wenn wir zu schnell loslaufen bei einem Marathon, dann sind wir viel zu früh K.O. Also spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Bleibt dran für neue Videos und abonniert meinen Kanal. Dankeschön fürs Mitmachen, viel Spaß beim Singen, Baba!